Ja, meine lieben Damen und Herren, diese Folge werden wir so einige tolle Sachen machen, und zwar habe ich gar keine Ahnung. Wir haben ja letztes Mal die Kobolde besiegt, das weiß ich. Ah, wir diese Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ich danke vielmals. Oh ja, können wir spenden. Ah, ist schön, gell? Das könnte reichen. Da wir die Kobolde da zerschlagen haben, blüht hier jetzt wieder das Leben auf. Oh, meinen aufrichtigen Dank. Das war sehr tapfer. Ja, bitteschön. Wonach suchen Sie genau? Nichts, vielleicht kann man nichts verkaufen, okay. Ich danke für Ihren Besuch. Ja, immer wieder gerne. Ich glaube, wir haben ja in dem Dorf hier eh alles abge... Nee, gell? Nee, das sind immer noch Kisten. Okay, da ist eine drin, da kommen wir nicht ran. Und hier ist anscheinend eine drin. Ach ja, da kommen wir auch nicht ran. Okay, dann haben wir... Ja, alles abgesucht. Dann haben wir zumindest hier in dem Dorf nichts mehr zu erledigen. Wir haben auch die ganzen Nebenquests hier schon ab... erledigt. Ach, ein Heckenlabyrinth. Was ist denn ein Heckenlabyrinth? Ich kenne ja nur die Dinger hier, gell? Prüfung Merlins. Aber ein Heckenlabyrinth? Warte, ich gehe da mal ganz kurz hin. Ich will jetzt wissen, was ein Heckenlabyrinth ist. Wo ist denn das überhaupt? Das ist hier drüben. Boah, hallo? Drüben ist noch eine Brücke. Hier ist auch so viel Zeug, aber hier ruckelt's. Hallo, Spiel? Also... Also, ja. Hier ist irgendwas merkwürdig. Nur wenige Hexen oder Zauberer können die Geschichte der schottischen Irrgärten bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Den Schwarzmagier Oinon Blackwood aus dem 15. Jahrhundert. Geboren als Oinon Wood in einem nicht magischen Zweig der Familie Wood, wurde Oinon von seinen Muggeleltern missverstanden und suchte im Bemühen, sich anzupassen, Trost im Familiengewerbe, dem Heckenschneiden. Angeblich konnte er die Schwarzdornbüsche mit seinem Verstand kontrollieren, mit Leichtigkeit wunderschöne Formen schaffen. Das beeindruckte und verärgerte seine äußerst intolerante Familie, eine Einladung nach Hogwarts erhielt, wo er in das Haus Hufflepuff einsortiert wurde. In Hogwarts lernte Oinon, ich hoffe, man spricht ihn so aus, wenn nicht, dann tut's mir leid, eine gewisse Artemisia, also die Schriftart ist auch interessant, da gibt es manche Buchstaben, die kann ich nicht entziffern, Artemisia Black kennen. Von der Familie Black wegen der Liebelei ihrer Mutter mit Artenisias Muggelvater verstoßen, hatte das Halbblut Artenisia, wenn man das überhaupt so ausspricht, ein kompliziertes Verhältnis zur Reinblütigkeit. Sie hielt sich des Mädchennamens ihrer Mutter für würdig und gab ihrem Vater die Schuld an ihrer Ächtung. Gleichzeitig machte sie Wood nicht für seine Muggelstämmigkeit verantwortlich, sondern hielt auch ihn für ein unfreiwilliges, unschuldiges Opfer der Muggelunreinheit. Ach, da ging es ja noch ein bisschen weiter. Ja, das haben wir jetzt. Okay, warte, das beeindruckte und verärgerte seine äußerst intolerante Familie gleichermaßen. Ihr Groll verschlimmerte sich noch, nachdem der junge Oinon... Einige einladen, bla 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 und so weiter und so fort. Okay, aber hier. Boah, hier, also. Ne. Weißt du, ich gehe mal wieder weg. Das ist ja schrecklich. Spiel, beruhig dich wieder. Hier geht's es wieder. Also in OBS steht immer noch Codierung überlastet. Ist es die Aufnahme kaputt gegangen wegen diesem komischen Ding? Jetzt geht's wieder. Jetzt geht die.
Überlastung wieder. Jetzt, gibt's da... Was ist denn das? Das ist ja schrecklich. Warte, ich gehe nochmal hin und benutze mal R. Also nicht sowas hier ist ja, das ist ja fürchterlich. Also ganz ehrlich, das hier, und es liegt jetzt nicht an der Karte, gell? Es liegt jetzt nicht an der Grafikkarte. Das haben die ja unfassbar. Okay, da können wir gar nichts machen. Gut, ich gehe ja wieder weg, das ist ja schrecklich. Also das haben die wirklich verkackt. Also ganz ehrlich, Entwickler, die Stelle habt ihr wirklich komplett verkackt im Spiel. Ich habe keine Ahnung, warum ist denn das so unperformant? Also die Stelle ist ja, die ist ja wirklich schlimm. Sonst geht ja alles im Spiel, aber das ist ja, boah nee. Das geht ja gar nicht. So, dann gehen wir mal kurz zu der Aufgabe von Merlin. Aber ihr seht's ja, sonst läuft da alles flüssig. Sonst geht ja hier alles ohne irgendwelche Probleme. Außer halt... Ah, das ist da drüben. Außer halt... Oh Mann. Der Husten heute wieder. Flamm. Außer halt die eine Stelle. Keine Ahnung, was die da hat. Oh, das sind wieder diese Spinne. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja, eventuell. Ach, wo müssen wir? Wir müssen da hoch. Ich glaube, ich muss gleich mal was trinken. Meine Stimme ist so trocken. Hallo. Nein. Okay, hier waren wir bisher noch gar nicht, gell? Wo geht's denn hier lang? Hier geht's wieder überall lang. Hier ist wahrscheinlich abgesperrt. Da kommen wir nicht weiter. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, bin ich mal gespannt, was wir machen müssen. Kein Hinweis. Kein Hinweis, kein gar nichts. Ah, wieder solche Eier. Müssen wir die Kerzen anzünden? Nein, müssen wir... Nein. So, können wir die Sachen einsammeln? Müssen wir die Kerzen anzünden? Können wir die? Okay, wir können die nicht anzünden. Was ist das? Wir müssen die anzünden. So. Da oben ist noch eins. Wo geht es hin? Ach was. Ist das? Nein, oder? Das ist jetzt... Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Wir müssen... Das geht auf Zeit. Warte, gibt's hier noch ein drittes? Da oben ist noch ein drittes. Das schaffen wir doch nie im Leben, oder? Wie soll man da überhaupt hochkommen? Nee, ich glaube, da sind wir noch zu früh. Ich vermute mal, das können wir erst machen, wenn wir... den Besen haben, da kommen wir noch nie im Leben hoch, oder? Ups, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. Ach doch, wir kommen da sogar hoch. Okay, bedeutet, wenn wir jetzt das hier anzünden, runterrennen zu dem Ding, hochklettern zu dem Ding hinter... Nee, das schaffen wir nicht, oder?
Sind die jetzt wieder oben? Oder unten? Ja, das schaffen wir nicht. Wie ist denn das? Das hier ist ja, glaube ich, der... Was ist das? Ach, eine Truhe. Okay, doke. Haben wir wieder eine Truhe. Da unten geht es auch noch irgendwie... Es geht hier überall lang. Man kann hier überall, irgendwo hinrennen. Das ist wirklich erstaunlich. Ach, da... Tja, ist auch noch überall was. Okay, ich würde es noch einmal probieren, dann lassen wir es. Weil ich denke mal nicht, dass wir das jetzt schaffen werden. Okay, also. Ist an? Ist nicht mehr an. Oh, komm schon. Na komm, hoch. Mäh. Okay, also. Toll, wenn man treffen kann. Also rennen. Rennen. Hoch. Rennen. Nee, der braucht viel zu lang. Nee, das schaffen wir nicht. Zumindest nicht jetzt. Vielleicht müssen wir das irgendwann mal machen, wenn wir den Besen haben oder was weiß ich, falls wir einen Besen bekommen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt schaffen wir das nie im Leben. Das ist nicht möglich mit den aktuellen Mitteln, die wir haben. Ah. Flömp. So. Hier kann man überall was abfahren. Warte, kann man da oben auch lang? Da oben kann man sogar auch. Wahrscheinlich kann man sogar bis hier hoch. Ich weiß gar nicht, wo man sonst noch lang gehen kann. Irgendwo ist aber auch mal, glaube ich, Ende Gelände. Ah, da ist sogar noch eine Hütte. Da waren wir schon drin. Da leuchtet das, die grüne Flamme. In der Hütte waren wir schon. Okay. Ich bin auch mal gespannt, wann jetzt endlich mal so Grafikkartentreiber für die fürs Game rauskommt, weil anscheinend, habe ich bisher auch noch nicht gewusst, ist das Spiel... Was ist das? Ist das Spiel nicht... Für. Warte. Ist das Spiel nicht für die aktuellen Grafikkarten angepasst, gell? Also. Es gibt bisher immer. Schluss mit der Wilderei! Natürlich, Schluss damit. Es gibt immer noch keine Treiber für das Game. Ich glaube, Intel hat inzwischen einen Treiber rausgebracht. Och man, wir brauchen Stufe 1. Ist verschlossen. Intel hat, schon für seine A-Karten Treiber rausgebracht, aber AMD und Nvidia, die lassen sich Zeit. Bei denen gibt es immer noch keinen Treiber für das aktuelle Game. Für die aktuellen Grafikkarten, auch für ältere, nichts. Es gibt keine Treiber für das Game. Wahrscheinlich läuft es deswegen so schlecht. Kann ich mir vorstellen, weil selbst mit der aktuellen Karte 7900 XT läuft das Spiel ja eher schlecht als recht. Also... Hallo? Lassen Sie mich bitte durch. Also hin und wieder, gell? Ruckelt es ja ein bisschen, so wie drüben die eine Stelle, die ging überhaupt nicht. Die war ja schrecklich, wo es die ganze, wo es ja so schlimm geleckt hat. Ich bin mir wirklich gespannt, wann das Spiel angepasst wird. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ja, gell? Ist überhaupt nicht meine Schuld. Keine Ahnung, was hier, was immer alle haben. Bin ich nicht, war ich nicht. Keine Ahnung, wer das war. Waren wir schon in dem Haus? Ich glaube nein, oder? So. Ist hier eigentlich irgendwas? Da ist ein Fragezeichen noch drin. Rebellion. Also es blinkt. Also irgendwas blinkt hier. Das höre sogar ich.
Ach, wieder die Katze, ich hab gedacht. Da ist was zum Ausführen. Mel. Gibt's hier was? Aha. Squid Cordage. Dieses idyllische Cordage gehört einem älteren Squib, der es vorgezogen hat, in der Welt der Zauberei zu leben, anstatt sich bei den Muggeln zu integrieren, wie es einige Squibs tun. Er begnügt sich damit, sein Land ganz ohne Magie zu bewirtschaften und die umliegenden Dörfer mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen. Auch wenn er bei dem ein oder anderen Kürbis gelegentlich einen Schwellzauber durchführen lässt. Ach ja, man kennt's ja. Mal kein Bock auf Hausaufgaben. Lass wir mal kurz einen Zauberspruch drüber rattern. Ah, schön. Tschüss, tschüss. So. Was haben wir eigentlich zurzeit für neue Aufträge? Haben wir überhaupt noch was? Ein Hauch von Liebe? Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke sowie Kerzen abgebildet. Ich habe sie vorsichtshalber in meine Tasche gesteckt. Ach so, stimmt da die Karte? Die daedalischen Schlüssel im Schloss sind da immer noch. Da müssen wir immer noch alle finden. Professor Hackets Aufgabe. 0 von 10, das war mal nebenbei. Und dann halt jetzt noch das. Aber das hier? Ich will mal noch mal schauen. Er hat das Ding ja in seine Tasche gesteckt. Bedeutet, es müsste... Aufträge, Olm, Postkarte, Sammlungen. Das müsste doch irgendwo sein. Ach genau, wegen den Treiber nochmal. Ich bin wirklich mal gespannt. Also wir müssen auch mal eine Folge machen, wo wir alles einfach durchlesen. Also es gibt irgendwann mal eine Folge, keine Sorge. Da wird man alles durchlesen. Alles komplett. Aber ich... Okay, das macht sogar noch mehr. Also ich bin mal gespannt, wann die Grafikkartentreiber überhaupt rauskommen, weil ich habe jetzt fast das Top-Modell von AMD mir gekauft. Und das Game läuft halt immer noch nicht so perfekt. Vor allem an der einen Stelle, wie gesagt. Das war irgendwie ganz... merkwürdig. Wie können wir eigentlich auf die Karte zugreifen? Ach so, können wir vielleicht mit V auf die Karte zugreifen? Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke sowie Kerzen abgebildet. Ich habe sie vorsichtshalber in meine Tasche gesteckt. Ja. Aber wenn er die in seine Tasche gesteckt hat, wenn wir nochmal auf Inventar gehen, dann müsste die doch eigentlich... Ach so, hier. Check jetzt Hinweis. Ist es das hier? Ah, das hier ist es. Okay, was ist denn das? Lichter gehen an, also Wald. Das Ding, könnte das der verbotene Wald sein? Mit den Häusern, mit der Kerze hier, mit der Brücke. Ist ja die Frage, eine Brücke ist doch bestimmt da, wo ein Fluss ist. Sehen wir hier irgendwie Flüsse. Schau mal da. Eine Brücke ist hier. Das Dorf ist hier. Da ist ja das Dorf. Man könnte aber auch... Ja, wahrscheinlich meint man schon das Dorf hier. Die Brücke, das Dorf, Wald... Kerzen anmachen. Oder hier. Da sind auch solche Steinbrücken. Hier drüben ist die Brücke, aber das sind, glaube ich, Holzbrücken. Da fliegt wieder der große Drache. Straßenköderversteck. Ne, es sind, glaube ich, schon solche Brücken hier. Warte, ich schaue nochmal ins Inventar. Inventar ist deiner Mind. Das Ding, so ein Stein. Ein Stein.
Wo könnte das sein, Karte? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist es ja das hier. Ich reiß da mal ganz kurz hin. Vielleicht ist es ja wirklich der verbotene Wald, wo wir hin müssen und das Ding finden müssen. Wir müssen sowieso in den verbotenen Wald. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja. Es ist der Wald. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Wir müssen hier anscheinend wirklich rein. Okay. Gibt es eigentlich einen Shortcut für Inventar, dass man direkt ins Inventar kommt? Ein bisschen umständlich, die ganze Zeit da. Okay, also Brücke, Wald, Dorf, Nacht, Kerzen. Aber warum Dorf? Gibt es hier, ich gehe mal kurz auf die Map, gibt es hier, toll, ist ja nicht auf die Map gegangen, gibt es hier ein verlassenes Dorf? In dem Wald irgendwie? Weil wir sind jetzt hier. Da ist ein Banditenlager. Da ist noch eine Prüfung Merlin. Da oben ist noch so ein Flammending. Kampfarena der dunklen Künste. Keine Ahnung, ich würde mal sagen, wir gehen einfach rein, oder? Wir gehen einfach mal rein. Lumos. Lassen uns überraschen. Mal schauen, was ist hier passiert. Ich hoffe ja mal nichts Gefährliches, aber... Hier sind auch die Hühner. Ministry of Magic. Oh, da ist so ein Teil. Davon ist tödlich. Wie viel kann man eigentlich? Ich glaube, wir sollten öfter mal zielen, gell? Wow. Okay, wir sollten wirklich öfter mal zielen. Anscheinend bringt es ja was. Ach, das sind wieder über diese Schleimschnecken, die man einsammeln kann. Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Aber wenn wir jetzt diesen Schatz... Ja. Aber mit fliegenden Fackeln. Wie soll man denn fliegende Fackeln finden? Und für den verbotenen Wald ist das dann doch ein bisschen... nicht ganz so verboten. Also... sieht das doch ein bisschen romantisch aus. Oh, Ach so, ja gut. Ich wüsste es wirklich nicht, wo die... Also wir können vielleicht auch erstmal das Banditenlager da drüben machen. Da hört man es ja schon, die Banditen. Aber ich hätte jetzt wirklich keine Ahnung, wo hier irgendwo fliegende Fackeln sind. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was man mit den ganzen Nacktschnecken machen kann. Wir sammeln hier so viel Zeug. Das ist doch irgendwann mal unser Inventar voll, oder? Also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal das Inventar voll ist. Warte, ich gehe nochmal jetzt ins Dingsbums. Ich drücke... Ah, das ist so bekloppt. Das ist so bescheuert.
Fliegende Fackeln, Brücke. Zack, 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 zack. Okay, also anscheinend Dorf. Wald, das, das hier, das hier. Also Lumos mit hier, dann da so. Lumos. Eins. Also fliegende Fackeln. Und das hier dann? Ich. Ach, eine Eule. Denke ich mal. Oder irgendwas anderes. Was ist mit Fluchbrechern? Ich wollte schon zu Schulzeiten einer sein. Ich bin froh, keiner normalen Arbeit nachzugehen. Ich bin absolut zufrieden. Mein Cousin ist seit kurzem Auror. Jetzt denkt er sei besser als der Rest von... Was machen die da überhaupt? Das sind hier die ganzen Hühner. Was ist das da hier drüben eigentlich? Ach was. Oh, es sind einige Spinnen. Was ist denn hier überhaupt? Wir kriegen die ganze Zeit solche komischen Dinger. Ich glaube, dies ist tot. Au. Ah, das sind so kleine... Der Sieg kam kein... Bitte was? Nochmal auf Deutsch? Das sind so kleine Spinnendinger, die da rauskamen. Ist hier wohl ein ganzes... ja. Nest? Und da kann man hoch. Wo kann man da hoch? Handbuchseiten. Das sind Handbuchseiten? Also... Ich denke mal nicht, dass die Handbuchseiten mich jetzt irgendwie ans Ziel bringen, zu dem eigentlichen Ding, wo ich hin wollte, mit dem Schatz irgendwie. Aber, keine Ahnung. Und da oben geht's dann auch nochmal weiter. Okay, es sind alle... Auf jeden Fall Handbuchseiten, warum auch immer. Alihotzi-Torte. Diese Torte mit dem, die mit den Blättern des Alihotzi-Baums gebacken ist, ist ein köstliches Naschwerk, das unkontrolliertes Lachen hervorruft. Kann man die jetzt essen? Schade, geht nicht. Kann die nicht essen. Aber cool, dann kann man hier oben hocken. Ach, und da oben kommt man dann, okay, da hinten ist das hier. Okay, okay, okay. Da oben will ich aber jetzt nicht lang. Das ist wieder so ein Rätsel. Rätsel. Komm, Geld, zack. Ja, das will ich aber jetzt nicht machen. So, bitte, so. Ich gehe nochmal zurück. Aber... Boah, wie viel man hier sammeln kann. Aber ich weiß jetzt halt, wie gesagt, immer noch nicht, wie man da jetzt hinkommt zu dem... Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Ja, vielleicht. Was haben Sie jetzt vor? Ich weiß es nicht. Da kommen wir doch eh nicht rein. Lassen wir das erstmal. Gehen wir wieder runter. Ich weiß eh nicht, wie man diesen einen Schatz da... Und hier kann man doch auch nicht hoch. Was ist denn das hier überhaupt? Ist das eine Abkürzung hier? Da vorne sind wieder irgendwelche Dinger. Ach hier. Incendium.
Da unten ist wieder irgendwas. Sind das die Bäume, die sich so komisch bewegen? Ach, das ist wieder so ein Wolfsrudel, oder? Das sind Ruinen. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Was war das? Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Okay, das sind irgendwelche. Ins Zentrum. Was ist denn das hier für ein Schloss? Oh, da kommen wir auch noch nach unten.